guten Morgen. Da ist mein Kaffee. Boah, da ist der Tommy. Ups. Tommy schmiert die Kameralinse voll. Also mein Kaffee habe ich aufgeschlossen, habe ich den ersten Umsatz, habe ich schon in der Tasche durch eine Mietzeitverlängerung. Das ist natürlich ganz toll, so was. Freut einen, die Räder sind schon draußen, man muss ja auch nicht mehr machen. Man hält nur noch die Hand auf und kassiert Geld. Fantastisch, das passiert selten, aber es passiert. Und dann an einem Montagmorgen, besser kann die Woche nicht starten. Ja, was gibt es noch zu sagen? Was lässt mir Popel aus der Nase hängen? Ein Geschenk lag vor der Tür. Dachte erst, es ist eine Lampe, aber es ist ein Lautsprecher. Lautsprecher für das Fahrrad. Ob der noch funktioniert? Ganz schön platt gedrückt hier oben schon. Aber ja. Kann man ans Fahrrad schrauben, wahrscheinlich für ein Moped oder so. Aber wir schrauben den natürlich ans Fahrrad. Ja, mit Cinch-Anschluss. Weiß ich nicht, wie ich das angeschlossen kriege, aber kriegen wir hin. Natürlich an unser Luxusrad dann irgendwas Tolles. Und ansonsten. Und ein Auftrag ist drin gekommen. Bremszug, ja, wie immer. Schaut mal, wenn er hier unten so aussieht. So franselig. Na, da ist natürlich nichts mehr zu löten. Der staubt ja sogar. Der muss auch getauscht werden. So, dann legen wir los jetzt hier. Voller Arbeitseifer. Ihr seid mit dabei. Ab heute, wie gesagt, läuft der Stream durch. Solange wie er läuft, solange wie der Computer mitmacht, bis der abstürzt, läuft der Stream durch. Jetzt sei nochmal gesagt. Ja. Ach, die sind so abgeflacht. Schau an. Schönes Geschenk. Wieder was mehr, was mein Keller voll macht. Toll. So, also bis später. Ah, nun. Naja, gestern, wie gesagt, das Video von gestern mit der Autografensammlung, ja, das ist natürlich sehr langwierig und für viele auch langweilig, aber wie gesagt, wer sich für Autografen interessiert, das Faszinierende ist ja, wenn man einen so ein Autogrammball hat und selber sich ergattert hat, ja, irgendwie von irgendjemand, dann ist einem nicht so viel wert, dann denkt man, Wunder, was das ist, ja, und Wunder, was das wert ist. Und wenn man dann mal schaut und hat auf einmal so eine Autografensammlung, wo zum Beispiel, was weiß ich, Jasmin Wagner ist ja nun wirklich auch nicht besonders, sagen wir mal, ja. Aber Jasmin Wagner, einfach mal, ich glaube, 40 Autogramme von der drin sind, hintereinander, alles in verschiedenen, auf Autogrammkarten, auf Flyern, auf was weiß ich, dies, das, jenes, auf Privatfotos, ja, da denkt man sich ja auch, meine Fresse. Und ich habe damals so und ich habe das so glorifiziert. Ja, das wird dann nichts. Das ist dann nichts. Am Ende ist das nichts wert. Nur für einen selbst, die Erinnerung. Mehr nicht. Ja? Ja, muss man halt selber schauen. Ich baue jetzt in der Zeit mal den Zug, während ich hier einen kleinen mehr Monolog führe als Dialog. Das ist der Dialog nicht möglich hier. Ist ja keiner da. Quatsch ja quasi nur mit meiner Kamera. Am Ende, oh, guck mal, das ist ja unten beinahe abgerissen und oben definitiv abgerissen. Also das ist ja nun wirklich, boah, da habt ihr sehen, höchste Eisenbahn. Ich puste mal rein, Achtung. Ha, das ist Dreck. Das ist Schlodder, Schmodder. Und das Zeug da drin, alles was da drin ist, na, das sorgt natürlich dafür, dass man wundervoll bremsen kann. Nicht. Deswegen muss es neu gemacht werden. Naja, das ist klar. Ich guck mal einen neuen Zug und kürze mal eine neue Zughülle. Und dann bin ich gleich wieder. Ja, dann ist er wieder. Mit einem neuen Zug und einer neuen Zughülle. Und dann kommt das Ganze hier reingefädelt. Da kommen die Endkappen auch drauf. Diese Endhülsen. Wenn sie hier reinpassen, sollte man es auch ranmachen. Macht das Ganze ein bisschen präziser. Ne? Sorgt für eine gewisse Kraftverteilung.
und bildet einen formschönen Abschluss des Zuges. Wie die genaue Beschreibung dieser Endhülsenfunktion ist, Zug enthüllen, Hülsen, Bremszug enthüllen, Funktion, das weiß ich nicht. Aufgabenbeschreibung. In der Theorie bin ich nicht so besonders. Funktioniert, ne? Fertig, hier. Das war für euch. Funktioniert, ne? Jetzt wird es gekürzt. Machen wir ordentlich. Und zwar immer so ein Stück länger, ne? Also so bis hier, so mache ich das. Ich es. Damit es wenigstens so weit runter steht, wie die Bremse lang ist. Gut, das ist meine Macke. Aber man kann dann auch ein bisschen besser dran arbeiten, sollte man den Zug nochmal nachspannen müssen oder irgendwas. Finde ich das immer sinnvoll, wenn das Ende, was man kürzt, ein bisschen länger ist. Immer so lange wie die Bremse ist. Maximal einen Finger mehr. Ja, das ist jetzt hier der Fall. Hat man immer gut gespielt. Und hier zieht jetzt nur die eine Seite, warum auch immer jetzt nur die eine Seite zieht. Also zieht. Aber die Seite arbeitet ja nicht mit. Die müssen wir hier hinten noch mal ein bisschen einstellen, nachstellen an dieser Schraube. Mache ich jetzt auch. So, ich habe es eingestellt. Bisher nicht. Achtung, kann man sehen. Beide Seiten ziehen, ne? Nicht nur die, sondern auch die bewegt sich. So soll es sein. So bleibt es jetzt. Also, bis. Ja, ich melde mich auf alle Fälle. Jetzt habe ich gedrückt und zwar, ne, dieses Projekt hier habe ich jetzt schon eine Weile hier rumstehen und vor mir hingeschoben. Jetzt habe ich endlich mal hinten den Mantel getauscht. Wie gesagt, das war dieses Rad, was ich geschenkt bekommen habe, als ich die Wohnung übernommen habe. Wohlgemerkt, ne, man kriegt nicht einfach so ein Rad geschenkt, also so, da ist es schon zu gut. Aber ich habe die Wohnung übernommen, so wie sie war. Dann hat er gemeint, ach, kannst du die beiden Räder haben, die da drin waren, den habe ich verschenkt, mehr oder weniger, also für 5 Euro inseriert, gegen Geld für die Kaffeekasse, da habe ich 5 Euro dann bekommen. Ja, das war wirklich zu viel dran zu machen. Hier ist eigentlich auch viel dran zu machen, aber, naja. Ja, das Licht funktioniert nicht, immer noch nicht. Also Licht vorne funktioniert, Licht hinten funktioniert nicht. Morgen. Ja, hallo, moin, was darf sein? Ein Rad, ey, vorhin habe ich geflucht. Dachte ich mir, Mann, wann kommt der denn endlich jetzt? Ja, das ist ja ewig. Jo, ich hoffe, das sitzt. Das hoffe ich auch. Sieht irgendwie recht neu aus. Meinst du, haben das neu? Ist es neu oder? Wie meinst du, das ist dein altes? Das haben die, das kann, haben die nicht ersetzt, ne? Was war denn damit jetzt? Ich kriege es ja nicht. Ach, das hat doch da so geschleift im Freilauf. Okay. Und dann habe ich das zum Fahrradhändler geschickt und die meinen, die haben das reparieren lassen, aber... Ich weiß jetzt nicht. Mal schauen, ob es repariert ist. Das werden wir ja sehen hinterher. Genau. Ja, kommst du dann später rum. Mache ich. Danke dir. Also heute bitte, ja? Mache ich. Okay, danke. Ciao. Ali! Na? A.k.a. Olaf! Ja, Olaf. Olafsen. Was geht? Weiß ich gar nicht. Jetzt habe ich das abgebaut. Wollte ich gar nicht abbauen. Was geht bei dir? Was Ware bei? Ich sehe, du hast Ware bei. Nee. Nee? Nicht. Wieso nicht? Ja? 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 Das ist ja nicht. Wieder, mir will wieder keiner mehr zeigen hier. Dann haben wir ihn wieder eingeschnappt und so. Heul doch. Ja. Heul doch. Und Claudia kann es ja nicht kommen, die hat ja nicht offen. Die kommen jetzt auch, die Beispiele vom Arbeitsamt zu geben. Ach, das sind die Papiere vom Arbeitsamt? Mhm. Machen sie jetzt auf Retro? Dann mal kurz nach beim Hautarzt, da geht man ja auch mal. Da macht der auf Retro. Das ist ja übel, die machen wir euch, stehst dann halt mal hier hoch. Da gehst du nie wieder hin, wa? Oh, geht. Ich starr! Ja, gehst du nicht hoch.
schon eine Reparaturstellen. Das ist ein Schild. Scheibenplatte. Finde ich richtig geil. Das ist neu und das ist neu. Sag ich mal, wie die verarbeitet ist. Hier vermietet, denn hier zweimal vermietet. Ein Kessel. Das ist es nicht. Scheint auf jeden Fall richtig alt zu sein. Hat die ganz schön. Schöne Deko. Aber ich mein Nachbarn, der macht ja so Ausgrabungen und so für das Museum, wisst ihr? Der geht, ja, wenn du willst, dann mache ich mal ein Suchforum mit dem. Vielleicht hat ihn dann die Idee gesagt, wisst ihr, ich lese mir das dann auch nicht. Das ist halt eine schöne Handarbeit. Nö, ist ja eine Ausgrabung. Ne? Dass das mal einer gemietet hat, weil er sich wieder zusammengeballert hat. Ja, die war von Hause aus gemietet. Nein, aber das mal einer, das ist ja auch jetzt wieder zusammengenietet hier. Nee, das war vorher schon. Ja, die haben sich mit dem Feuer verschweißt. Ja. Ja. Stimmt schon. Das war vorne, von vornherein schon gemietet. Vorher war das schon mal nochmal vermietet. Kessel. Dampfkessel. Naja, wie auch immer. Mal sehen, ob du weißt, was das ist hier. Ich starte. So eine Stadt. Die Blue Edition. Mal sehen, ob ich weiß, was das ist da. Was ist denn das? Das ist ein Gegner. Weißt du nicht? Ich weiß es. Ich habe gleich was. Er hatte gleich was. Natürlich. Ah, das ist der goldene Stern. Werden vorne ans Auto angebracht bei den Amerikanern, wenn ein General im Auto sitzt. Und je nachdem, wie viele Sterne der hat, Kennzeichen. Wird dann halt die Tafel eingeschoben. Dann ziehen wir bitte zu. Leider fehlt der vierte Stern, nicht der bis zum 4-Sterne-General. Eigentlich bis zum 5-Sterne-General, aber das ist der Präsident nur in Kriegszeiten. Die Teil fehlt. Man gibt man immer die so dritten hast du auch, ja? Der dritte ist, naja, was ist jetzt wieder der dritte? Was vier ist der dritte? Schön. Das sind eigentlich vier Platten sein. Kennzeichnung, Autokennzeichnung für, genau. Damit man weiß, welches Auto man beschießen soll. Ha! Ja, damit man wirklich die Führung trifft. Naja, da wissen wir auf jeden Fall gleich Bescheid, wenn die vom Weiten schon sehen, oh, blaue Tafel mit Sternen. Es gibt nur eine rote Tafel mit dem Stern. Manchmal sieht man es im Film, wenn so ein Militär-Jeep fährt, ist, da haben sie vorne diese Tafeln drin und dann kannst du genau sehen, welcher General drin ist. Hohe militärische Führung. Ob das alle so offensichtlich ihre Leute auf den Präsentierteller packen? Ja, das ist vielleicht auch für Paraden gedacht. Das ist wahrscheinlich. Das hat auch funktioniert. Ja und, kostet? Parade, Sterne kann man sich da kaufen, muss man sich da nicht verdienen. Sei mal ehrlich. Wie, weißt du noch nicht? Die Gunnar gekauft haben eine König Pilsener Tafel in Bronze für die Wand. Was? So groß. König Pilsener. Werbung, ja. Aber eine Außentafel, die richtig fest verankert wird. Steckrad. Ich sage, ein Steckrad ist ja furchtbar. Da musst du halt aufschrauben hier, kannst nicht klappen. Jetzt. Die Kontakte. Ja, wunderbar.
Tolle Riedemann. Habe ich bei Janik gerufen, diese Tafeln, wa? Keiner von denen wusste, was das ist, wa? Er sagt, er wissen, was das ist. Ich sage, ja, da ich nehme die Jagdbatterei jetzt wohl. Jetzt wollte ich den Profis mit, dann nehme ich ein bisschen mehr. So eine Arschgesicht. Schluderjahren oder wer? Ja, Schluderjahren. Ja. Kistenjahren. Ja. Sag, Jan, hast du die vierte Tafel vielleicht noch aufgeholt? Ja, nach der Reden manchmal, weil da kriegt man dann die vierte, ne? Ich da. Naja, ich da. Kann man halt zeitlich hier einschätzen, oder nicht? Ich da. First Song. Ich da. Was war Carsten der Euer? Na, der war da auch auf dem Markt. Auf welchem Markt? Wo warst du hier angetroffen? Ostbahnhof. Der macht da hier mal einen Stand. Am Maybach. Welcher Jan? Na, Schmuddeljan. Ach, du meinst Kettwiesel. Ja. Kettwiesel meinte, ich dachte, du meinst Kistenjan. Nee, Kettwiesel. Schmuddeljan. Schluderjan. Ja, manchmal hat er ja auch. Schluderjan ist ja wer anders. Wollte ich gerade sagen, wenn Jan hier auf dem Markt. Nein, okay. Der lässt mich auch immer gerne die Kisten ran. Ja. Kettwiesel. Naja, Kettwiesel, Mr. Underground ist ja. Das macht auf. Ja, klar. Nee, ich hab Autografen gekauft von Carsten. Ja, wer auch gerade erzählt, der hat 5000 Stück gekauft, oder? Naja. Früher hat er mir angekauft, die drei. Ja, das hat er. Hab ich ihn gefragt. Ich hatte ihn in den Reservisten, ich musste auf diese 200 kommen. Jetzt bin ich von der 41 aus, ja, hat gesagt, pass auf, ich sag, ich muss für den fahren, 160, damit ich. Da hatte ich die beiden anderen Krüge, die mir ja nicht gezeigt, damit ich auf 200 komme für die drei Krügemeter. Wieso für drei? Ich sage, ja, weil es sind insgesamt drei. Das dann zeigt er mal die anderen beiden. Hinterher sagt er, mit die beiden zusammen würde ich die Proben machen, die sind ja besser wie der Reservistenkrieg. Ich sage, ist das scheiße, ja, ich muss halt auf 200 kommen. Na gut, ja. Dann hat er nicht gewusst, dass er mir die Dinger wegkauft. Bei mir wollte er sie nämlich für 70 denn verkaufen. Er sagt, nein, ich gebe dir 40. Ich kann dir nur die geben, was ich an ihm auch geboten habe. 20 pro Stück. Ja, mir war wichtig, dass du alle drei gewinnst. Naja, wie auch immer, ist ja real. Ja. Ob ich nur ein bisschen Deko mehr oder weniger im Laden habe, ist doch auch scheißegal bei dem Laden hier. Der ist voll. Ja, die Sterne nehme ich. Ich meine, muss ich mir draußen immer anplätten, da muss ich mir halt noch eine Tafel basteln mit 5 Sterne. Ist ja kein Problem. Autokennzeichnung, naja klar. Eine sehr bedeutsame Generäle. Ja, nee, ich kenne das ja, ich habe jetzt mehr gearbeitet bei der naja. Tasse, Karte? Ach, das ist der Führer auf der Hotel. Oh, ist aber, ja, da läuft doch die Kamera. Na, sag mal. Da ist er. Wieso denn das? Eine Postkarte? Ohne Postkarte, bitte. Also, jede Fotopostkarte. Ja, ja. Und das ist erstmal. Aber blank. Ein Junger. Macht nichts. Warum schmeißt du das weg? Also wirklich. Macht nicht, das ist schön. Wow. Wolfgang Amadeus, Mozart, wie geht's dir? Danke, gut. Na bitte. Sag. Wunderbar, was hast du da geholt? Drogen? Was? Sind da Drogen drin? Ja, Drogen habe ich geholt. Sag mal, Wolfgang Bescheid, Olaf ist heute nicht da. Oh. Olaf ist heute nicht da, soll ich dir sagen von Olaf. Was? Olaf ist heute nicht da, soll ich dir sagen von Olaf. Olaf? Ja, weiß ich nicht. Kennst du den? Olaf. Er hat gesagt, ich soll dir sagen, er ist heute nicht da. Seid ihr nicht verabredet? Ich weiß nicht, welchen Olaf du meinst. Der weiß nicht, welchen Olaf ich meine. Sag ich jetzt. Besser ist es, meint Olaf. Ach? Ja. Ach, ist egal, Wolfgang, ist nur Verarsche. Sind wir ja kein Olaf. Der kennt den Olaf, jetzt ist er aufgeregt. Kennen wir Dennis oder den anderen, wie heißt der? Der Lange? Ja, weiß ich nicht, wie meinst du denn?
muss ich jetzt nicht, keine Ahnung. Wen denn? Ich geh jetzt mal nach Hause, bis später. Ja, bis später. Tschüss, Wolfgang. Ha? Tschüss. Ach, ja. Ja, 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 ja. Ach, ja. Na ja. Alles gut? Ja, so ist es mit Wolfgang und die haben wir erst auf dem Flohmarkt hier. Ach! Na, Olaf hoch. Ich guck. Ja? Na, das kannst du vergessen. Also, eine halbe Stunde hat ich abgehauen, der Elab brauchte. Den haben wir in den Marsch getreten, den haben wir in den Rücken getreten, ja. Auf die Füße. Ich habe gedacht, na, jetzt haust du wieder nach Hause. Ich habe die Chance so voll gehabt. Das waren wir, die waren alle, die stehen da, mit noch für Steuer, ich sage da, die probiert das Schlüpfer an, die probiert das Schlüpfer. Geil! Ich weiß nicht, der teilweise immer krabbert im Sommer, Junge, wenn die da anfangen, dann die Klamotten anzuziehen. Ja, das war. Ach so, meinst du? Ah, auf dem Flohmarkt, wenn sie dann alle sich blank machen da und dann die gebrauchten Klamotten. Ey, gebraucht Schlüpperstand sollten wir mal für Frauen aufmachen. Und dann mit Umkleidekabine so voll mit Videokameras. Da bist du dabei, Wolfgang, wa? Ach, na klar, Wolfgang nimmt die untere Position ein. Ja, das war mir zu. Es sind zu viele Klamotten. Mir ist das nicht, ehrlich gesagt, auf dem Markt. Da sind ja mit dem Fahrrad da rum, ich glaube, ich kann mit Kinderwagen und mit Hunden da alles wirklich. Ja, da kommst du ja nicht mehr durch immer, ja. Manchmal ist das ein bisschen anstrengend. Du musst gleich früh in jeden, weil wenn sie alle fertig sind mit Auspacken, so weit bist du dann mit dem langsam voll. Da kann man kommen ja nicht so viel weg, da ist ja die Scheiße, ja. Mann, warum läuft denn das nicht? Jetzt zeig schon. Sag mal eigentlich. Ja, hab ich nicht versäumt. Ein Trödler weniger hier im Mehlen, ne? Ja, kommt immer mehr hin, nee, das war nicht so. War nicht so dolle. Schauen wir mal. Man hat ja nicht mehr, wo es drin hat. Na, der hat ja nicht mehr drin. Der ist raus. Da hat er denn am Donnerstag den letzten raus. Da kommt jetzt ein Café drin. Da Donnerstag war noch was drin, die Tage. Haben sie Durchbruch, oder? Sind die von der Ecke, oder? Das von der Ecke, der zieht um, der zieht rüber. Und sein Sohn kriegt das ganze große Ding. Hier dieses. Was macht der da? Na, wahrscheinlich macht er. Keine Ahnung, was macht der da? Was? Bäckerei oder so ein Scheiß, wollte der da aufmachen. Und der Ecke, der linke? Na ja, der Spätkauf hier. Ach so. Der wollte dann wollte ihm doch Konkurrenz machen hier. Ach, sind doch alle Schnarchnasen, muss man ja auch mal so sagen. Ey, die hätten ja viel früher, die waren ja früher da als er, die hätten einfach. Die haben sich das Wasser abgraben lassen. Von dem. Sicher. Ja. Oder? Was sagst du? Wolfgang sagt gar nicht so viel dazu. Nun macht jeder anderen kaputt. Einer hat den längsten Schwanz. So ist es bei denen. Ja, Wolfgang, ich muss die Kamera ja nicht mehr ausmachen, wenn Wolfgang da ist, dann ist es immer lustig. Aber, schon wieder mal, da muss schon wieder pinseln. Haben Sie eine Mauer? Haben Sie alle eine Mauer da hinten? Na lass sie doch pinseln, aber warum holen sie dich aus dem Bett? Das verstehe ich nicht. Die stehen doch nicht bei dir früh bis morgens und klingeln und sagen, Wolfgang, hast du frische Schuppen gemacht und einen Kaffee? Die machen einen Krach, wenn die kommen. Das sind die kommen leise. Das sind doch polnische, wa? Ach, sie sagen. Ja, logisch. Wir trinken erstmal ein Bier und so. Und ja, jetzt erstmal ab. Erstmal vorgeglüht. Haben sie die schöne Wand gepinselt, da an der Wand, aber wir da hinten nach. Wetterlöcher, hat noch Löcher kaputt gemacht. So, muss jetzt zum Spaß. Naja, so. Ach, der Wolfgang. Ach, der Wolfgang. Ach, der Wolfgang. Mensch, der Wolfgang hat das schon nie leicht. Und Wölfchen. Naja, nächstes Mal stellst du dir eine Flasche Wodka hin, dann hast du ein bisschen länger Ruhe. Das war erst eine Stunde später. Das ist ausgesucht. Dann machen sie an. Dann kommen sie wieder. Außer du stehst auch drauf, dann machst du mit wahrscheinlich. Ich sage nicht, das ist schwierig. Dann säufst du mit. Wolfgang, zwischendurch mal ein bisschen lächeln. Genau. Das macht sich sonst schlecht hier in der Kamera. Ich glaube, ich gehe mal frühstücken. Alex hat mir erst dann ohne Tüte Fleisch und eine Tüte gestellt und abgehauen. Hat das jemand eine Tüte raucht? Hä? Bist du abgehauen? Ja, klar,
Wieder kam der Stadt der Tüte mit Getränkefleisch. Aber mit Leber natürlich. Ich hab mir gesagt, ich brauche mir jetzt keinen Kopf mehr. Ich will jetzt mit meiner, ich frage ihn mal und dann, ist was, liegt was an, Feierabend, weg bin ich. Liegt was an? Na ja, los. Der Wolf, ja, nee. Ich will mal nicht mehr, wie sagt man so schön? Betteln. Selbstständig, weil der Wolf, wie sagt man sagen, selbstständig machen nicht. Abhängig. Abhängig machen, ja, genau, abhängig machen. Heißt das, was du suchst? Aber der Harald hat ja einen Namen. Feierabend. Wer? Was, der Hagere? Ja. Der Lange? Nee. Doch. Was? Der hat mich gestern gefragt, ob ich nicht mal bei ihm im Laden vorbeikommen will. Der Lange, der, Dünne? Mit der Brille. Na, dann hat er vielleicht wieder unterschrieben unten links. Oder so, aber das ist meistens eher nicht der Geschäftsführer. Das ist ja ein Ding, weiß ich gar nicht, ne? Das ist ja ein Ding, ne? Geh doch mal vorbei. Sag mal, wo der ist. Geh, ja, ich weiß ja, ja, ich weiß ja nicht wo. Naja, kannst du ja mal vorbeikommen im Laden, aber wir wissen nicht wo. Der ist jetzt so anstrengend, wa? Ja, der ist richtig anstrengend. Ja, das stimmt. Guten Morgen. Guten Morgen. Einfach mal hier, nach dem Kaffee. Alles gut dann? Ja, es ist bei denen schon. Ja, genau, und ich war gestern überrascht, dass es nur vier waren, aber man hat mir versichert, die anderen drei sind dann irgendwie früher abgegeben worden. Ja, das eine wurde ja nicht abgeholt, wie gesagt, und das andere, die anderen wenigen kamen früher. Okay, dann ist ja alles wieder also so. Also die war Samstagabend, nee, Samstagabend, ja. Aha. Ja, so wie ich die ja. Die waren ja. Auch so abgestellt, wie es sein soll? Ja, ja, so. Ich hab's ja noch nicht bewegt. Nee, ich meine, ich hab's ja gesehen, aber das war das dann so richtig, das wie das ja, war. Ja, nicht so auch, klar. Also wisst nicht, wie sonst manchmal hier unten. Und hat heute gemacht, aber wie groß war denn die Pumpe im Endeffekt? 48 Meter, die wollten ja immer da anlegen, wie sie auch wohnten. Okay. Schönen Tag hier. Ja. Vielleicht bis irgendwann mal wieder. Okay, bis dann, ciao. Ja, tatsächlich, Höhlenmalerei ist da drin. Fliegerszene. Fliegerszene. Die Dinger, zwei Stück davon, Schulterklappen für den General. Blue Star. Ah, na gut. Haben wir, ihr kriegt das nie hin hier mit dem Licht auf alle Fälle. Das ist sehr schade. Nee, komm, Wolfgang, lass mal sein. Bis später. Ja. Ist ja ein Ding, das läuft das nicht. Ist ja auch ein Treffen. Ei, ei, ei. Ach, lass mal, Thomas, Spaß muss sein. Ja, Spaß muss sein. Habt ihr auch noch einen passenden Lampendeckel gefunden hier? In meiner Gebrauchkiste. Funktioniert vorne, funktioniert hinten, ich bin glücklich. So in die Kamera sagen. Also, ich bin heute nicht ganz so lange da. Eventuell. Ich hoffe natürlich, ich bin abends wieder da.
Aber ich habe heute Kinderdienst. Ja, heute ist Montag, meine Frau muss spät arbeiten, ich muss die Kinder von der Kita abholen, muss mich um die Kinder kümmern. Tja, deswegen bin ich ab 14, 15 Uhr, glaube ich, nicht mehr da. Außer, jemand ist hier und vertritt mich für die Zeit. Dennis oder Thorsten. Herr Thorsten geht nicht, Dennis würde gehen. Wenn Dennis da ist, würde ich kurz die Kinder holen, natürlich, und dann bin ich danach wieder hier. Ansonsten geht es halt leider nicht. Mann, das ist schade. Ja, so ist das. Jetzt mal die Ansage für heute. Ansonsten bin ich eben ab 20 Uhr spätestens wieder hier. Also 20 bis 21 Uhr. Sachen abarbeiten, Räder rausgeben und so eine Geschichten. Jetzt mache ich erstmal hier, ist ein Ersatzrad gekommen. Beziehungsweise eine Reparatur vom Hersteller. Ja, die meinen, die haben das repariert, als Schliff im Nähe auf. Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ich baue es einfach ein und dann werden wir sehen, ob es immer noch schleift im Nähe auf. Das mache ich jetzt. Gottes Willen. Die haben so um die 36 gekriegt hier. Jojo. Na, ja, was kostet der Spaß? Für eine herausragende Leistung. Hast du die putzt? Nee, die sind gekriegt. Für Fuffi! Duisburg Beck. Nein, die hat ja wahrscheinlich nicht jeder gekriegt. Stiften hinten drin. Was sind die Wände hinten drin? Ja, ja. Die haben da bestimmt feste Mauern integriert, ja? Vielleicht mit so Dübeln, war oder sowas? Naja, so Schrauben. Also einfach nur hinten so die Windedübel drin, weißt du, und dann Löcher gebohrt, zack. Und dann. Und dann so reingedrückt. Reingedrückt. Bisschen anbetoniert noch. Weil du kriegst die ja nicht gedreht. Ja, aber das ist schon mit einer Flex hier bearbeitet. Also das ist schon was modernes. Schleifscheibe. Aber die Bremen ist schön. Mann, ja, ich weiß ja auch nicht. Das ist Brauerei. Das ist nicht eindeutig alt, wa? Weiß ich nicht. Ich kenne doch nicht mal das Logo von der König Pilsner. Ob die Plaketten verändert haben, weißt du? Im Laufe der Zeit. Daran könnte man ja noch festmachen. Ungefähr vielleicht aus welcher Zeit. Müsste man mal aufgeben. 40 am frühen Morgen. Nee, echt? Ja. Ist das Ding? Nee, da finde ich schon irgendwie. Ich meine, das ist Brauerei. Ich hau nichts bei eBay drin. Wird sich schon jeder finden. Ah. Ich sag, du wie gesagt, halt. Ah. Kommt sonst so nicht. Ja, scheiße, ich hab. Scheiße. Nice Bronze, schöne Größe, schöne Prägung. Das ist das falsche Motiv. Ja, das Motiv wäre mir wohl lieber. Immer.
wenn du ja mal im Zeitungsland bist, dann musst du dir einfach mal eine Königpilz in der Pille greifen. Da ist ja diese ja, na, schon klar. Ja. Dann müsste das ja auch. Ich richte mich jetzt danach, wenn ich jetzt bei eBay einstelle, der hätte ich geschrieben nach 1936. Muss ja danach sein, weil die 36 haben die wieder erhebt. Die haben sie doch weggekriegt, 29, wenn ich richtig lese. Patrouillisten oder 29, da kannst du nicht mehr lesen, ne? Aber na, hier kannst du auf jeden Fall 36 lesen. Taschengeld, ja. So, naja, ich mach mal, ja, Mensch, viel Spaß bei der Arbeit auf alle Fälle. Welche Arbeit? Hier, der Kollege, der hat mich gestern gesehen im KDW. Welcher? Der ist im Internet dran, ja. Der hat gemeint, ob ich noch drin war im KDW. Ich sag, was denn los, stalkst du mich? Nein, nein, er hat mich gestern gesehen, er muss arbeiten. Am Sonntag. Naja, gestern war doch hier so weit, so ähnlich wie verkaufsoffener Sonntag. Ja. Also es war glaube ich kein richtiger, aber ein paar Geschäfte hatten offen. Und Gott sei Dank, weil ich muss ja meine Tochter zum Geburtstag fahren und das war genau Marburger Straße. Und dann ansonsten hätte ich da 3 Stunden rumgesessen, weil nach 3 Stunden musste ich sie schon wieder abholen. Na, die Originalaufnahme habe ich nicht mehr dafür. Ja, ich zurecht gefeilt. Ja. Ein bisschen dünner feilt hier den Schallzug oben. Da kann man den eben hierfür verwenden. Das habe ich jetzt gemacht. Der neue Schaltzug. Ein neuer Schaltzug kommt hier rein. Mann. Find das Loch. Find das Loch. Aufgabe für Männer. Ja, bitte. Ja, bitte. Hi. Hi. I want to rent a bike. Only you? Yes, only me. Hmm. Okay. Why? Oh, yeah. 3 persons. Yeah, but they don't work. I like to work. You like to work? Yeah. That's good. Okay. And how long do you need it? Only for today or? Only for today. Only for today. I guess. Okay. We can take the bike into the metro. You have to pay. No. Yeah? How are you? Oh yeah, he's safe. Ich habe jetzt am Kessel in der Lage. Ach, das ist der Akkord. Ja, ich habe mir das gehört.
Ready. It's on your own. It's not obligatory. No. Right. So, liebe Leute, um 2 Uhr mache ich den Puff hier erstmal zu. Bin dann ab 8 Uhr wieder da. Es ist bis jetzt keiner gekommen. Ja, und jetzt mache ich noch schnell hier ein Rad fertig. Schlauchwechsel. Jetzt ist es 14:45. Viel Zeit habe ich nicht mehr dafür. Das ist jetzt halt Berlin, ey. Fordert sein Tribut. Überall liegen Scherben rum. Er sagt, ja, letzten Monat war er auch schon da. Platt. Jetzt ist wieder platt. Garantie. Nix Garantie. Mache ich da natürlich auch nur scherzhaft, ist ja klar. Was so viel Glas hier. Da geht's soweit nicht. Da halten selbst die guten Marathon Plus, beziehungsweise hier ist es ein Touring Plus, der hält da nicht so lange. Wenn du jeden Tag damit fährst, kann man nichts machen. Müssen wir alle durch. Wir fahren alle in der gleichen Stadt. Am besten ist, jeder achtet ein bisschen darauf, seine Umwelt. Und sei nicht du jemand, der das Glas auf die Straße schmeißt. So hilfst du das. Deine Reifen und die von anderen zu schützen. Was soll man dazu noch sagen? Ich meine, wie gesagt, würde ja nicht passieren, wenn nicht jeder sein Glas auf die Straße schmeißen würde. Oder die Bierpullen eben hinwerfen würde. Oder. Ne? Damit fängt es ja an. Also, ich mache das fertig. Wir sehen uns dann später nochmal. So gut. Ich werde jetzt die Pausenmusik einspielen. Ja, ich bin ja nicht da, also mache ich ein bisschen Musik an. Bisschen Untermalung dieses wunderschönen Bildes in den dieses Kellerblicks. Und 13:40 Uhr, vielleicht kommt der Kollege das Rad noch abholen und dann bin ich erstmal weg und bin um 20 Uhr definitiv wieder hier. Ja, schade, dass keiner gekommen ist. Dennis nicht gekommen ist oder irgendwas, sonst wäre offen. Das ist echt schade. Na ja, gut. Kann man nicht ändern. Also wir sehen uns gleich wieder. So, da ist er wieder. Willkommen zurück auf der Showbühne. 7:45 Uhr ist es. Jetzt werde ich ein paar Mieträder ordnen, die zwischendurch gekommen sind. Ich habe meinen Kinderdienst erfolgreich beendet. Ich bin total durchgetobt worden. Durchgerockt. Alle Töchter sind auf mir rumgesprungen. Alle meine Kinder. Jo, jetzt sortiere ich Schlüssel und Räder. Und dann... Ja, guck ich mal. Vielleicht passiert noch was. Jetzt ist ja noch eine Stunde Zeit. Eine Viertelstunde. Kann ja durchaus sein, dass sogar noch mal was kommt. Ansonsten, wir sehen uns gleich noch mal. Ne? Muss man ja dazu sagen. Da kommt noch eine Folge Beute heute. Weil ich habe ja gesehen, mein Nachbar hat mir wieder einen Karton hier hingestellt. Zeig ich meinen Bedekameras. Für die, die gerade am Stream gucken. Ne? Und für die, die hinterher den Querschnitt gucken. Da ist eine Kiste voll. Die hat mir mein Nachbar einfach hier hingestellt. Als Zuhörer. Ich habe zu ihm gesagt, stell sie, packst du von hinten rein. Bis du ja wieder rinkommst. Ja, ihr wisst wie. Kann also rinpacken. So, und den drehen wir natürlich nachher auch noch. Packe ich natürlich nachher aus. Freue ich mich. Bin ich ganz gespannt, was da drin ist. Wahrscheinlich wieder nur ein bisschen Kram. Aber ist ja schön. Es ist umsonst quasi. Also 10 Euro weg für jeden. Na, ist gut. Ja, der liebe Tommy. Ja, der macht jetzt hier mal diesen hier und schmeißt alle raus aus der Bibliothek und importiert die Mediendaten und zwar vom Desktop direkt. Ja, wundert er sich.
Na nö, wie kommen denn hier zwei Videos hin? Aber so ist es nun mal. Ich hab's auf alle Fälle sofort drin. Das ist natürlich geil. Ich hab's sofort hier drauf. Na, das ist natürlich viel besser. Ich schneide die ganz kurz zurecht und lade die hoch für euch. Das ist auf alle Fälle heute. Und dann kommt nochmal der Querschnitt. Den muss ich auch nochmal schneiden und hochladen. Es ist nicht mehr viel passiert. Ein paar Leute haben noch Räder abgegeben. Also sind Mieträder zurückgekommen und ein paar Abholungen waren. Aber ansonsten, es war nicht aufregend heute. Gut, es war ein recht kurzer Tag für euch, für mich. War genauso lang und genauso anstrengend. Noch anstrengender sogar mit Kindern. Jetzt ist ja wirklich, wenn man dann drei Kinder zu bespaßen hat. Und dann können sie es ja auch mit Papa machen, was sie mit Mama nicht machen können. Nämlich rumtoben und dann auf mir rumgesprungen, wie gesagt. Aber das hat ja Spaß gemacht. Das hat ja auch mir Spaß gemacht. Kurz auf dem Spielplatz machen wir ganz kurz und so. Ja. So ist es. Ja, jetzt liegen sie wahrscheinlich im Bett und schnarchen schon. Und meine Frau mit. Ja. Ich schneide noch schnell und die dann auch nach Hause und wir sehen uns morgen früh wieder. Also alle Gute, schön, dass ihr dabei wart, dabei seid. Und ja, wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.